Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen merklich nach unten korrigiert. Im laufenden Jahr wird die Wirtschaft wohl stagnieren. Das vermelden das Münchner IFO-Institut sowie das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Und auch im kommenden Jahr ist mit keiner großen Besserung zu rechnen. Zu den Hintergründen Melanie Böff an der Frankfurter Börse. Während es in anderen Ländern aufwärts geht, kommt Deutschland wirtschaftlich gesehen nicht vom Fleck. Es fehlt an Investitionen, die Auftragslage ist weiter schwach. Die Forscher des Münchner IFO-Instituts sprechen von einer strukturellen Krise. Klimawende, Digitalisierung, der demografische Wandel. Außerdem Corona, hohe Energiepreise und die neue Rolle Chinas in der Weltwirtschaft setzen etablierte Geschäftsmodelle unter Druck und lähmen deutsche Unternehmen. Mit einer Wachstumsinitiative will die Bundesregierung zum Beispiel Bürokratie abbauen, Investitionen erleichtern, Unternehmen entlasten. Das alles soll Wirtschaftswachstum bringen. Ökonomen zeigen sich mit Blick darauf allerdings skeptisch. Die chinesische Regierung will ihren Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent massiv ausbauen. Dabei dürfte es auch um den Zugang zu wichtigen Rohstoffen gehen. Auf dem China-Afrika-Gipfel in Peking kündigte Präsident Xi heute Finanzhilfen in Höhe von rund 45 Milliarden Euro an. Zudem soll es Unterstützung bei der Militär- und Polizeiausbildung geben. Kritiker warnen vor einer zunehmenden Abhängigkeit afrikanischer Staaten von China.